Ich würde gerne über Freunde und wie man andere mit Freundlichkeit glücklich macht erzählen, indem man anhöft oder ja, ich lache auch manchmal meinen Uhu-Stick her, weil manche das nicht dabei haben, oder wenn man welche tröstet, wenn es traurig sind. Fühle mich gut, weil es einfach ein nettes Gefühl ist, wenn andere fröhlich sind. Ja, helfen macht schon sehr glücklich. Ich gehe turnen und wenn ich da zum Beispiel mit meinen Freundinnen turn oder vor der Schule mit einer in der Früh nur was rede oder auch in der Pause, wenn ich zusammen was esse. Bin dankbar für Mama und Papa, meinen Bruder, meine Lehrerin und meine Freundinnen. Ich sag's gerne und ich bedanke mich heute dafür, wenn sehr zu mir nett sein, dann bin ich auch zu Erna nett. Und auch wenn es Streit gibt, ich misch mich nicht ein, ich geh ab und tue nichts. Und der, was traurig ist, den tröst ich dann. Und der ist dann auch ganz nett zu mir. Ja, ich kann ganz gut helfen, turnen, schwimmen, Schuh, also manchmal besser als andere, manchmal geht's nicht so gut. Und reiten auch. Ich fliege zu oft runter, aber meine Reitlehrerin hat gesagt, dass ich eine richtig gute Reiterin bin, weil ich immer wieder aufsteige. Wir haben manchmal Tests und also meine Freundin und ich in der dritten Klasse haben uns immer auf dem Radiergummi was draufgeschrieben, wenn wir fertig waren und uns so unter die Tests unterhalten, so quasi. Und ja, ich bin halt so nett zu anderen. Und ja, ich werde bei allen eingeschlossen. Und da glaube ich, dass es eine von meinen Stärken ist, andere glücklich zu machen. Wir haben in der Klasse manchmal Streit zwischen den Mädchen und da haben wir uns ein Codewort überlegt. Wenn eine traurig ist, dann sagen wir das und dann helfen wir ihr, dass sie wieder glücklich wird. Also die Klasse, alle Mädels von der Klasse, wir haben eine Müllsammelgruppe aber die Arina, das ist ein ukrainisches Mädchen, die war mal bei uns in der Klasse und da wollen wir halt fahren mit dem Geld, das was wir sammeln, durch das, dass wir Müll sammeln, geben uns halt manche Geld und dazu möchten wir zur Arina fliegen in die Ukraine, irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist. Also die Müllsäcke und so besorgt eine Freundin und dann manchmal auf der Straße geben uns Leute Geld und wir machen UM-Stände des Umweltmädels heißt es. Da verkauft man halt gebastelte Sachen.